wird interessant sein, wie Bayern 04 sich erstmal auch gegen die Zuschauer hier präsentieren. Aber Bayern 04 zeigt sich erstmal unbeeindruckt. Die Meißel von der Roma. Und diese englische Woche will Bayern 04 da benutzen. Natürlich die Spielzeit zu verteilen. Und bei auf jeden Fall Grimaldo. Kommt nicht ganz ran, aber gut nachgesetzt. Auch von Logic. Der Nummer 23 bei OM. Das ist Ismaila Sarr, ein Neuzugang vom FC Watford. Bis Canterbury von Gusono. Ist rum hier im Stade Vélodrome vor. Schöne Frage im Übrigen, ist der Moderator auch. Deswegen freut man sich auch wie ein kleines Kind über ein solches Spiel. 67.000 starken linken Fuß, Gusono. Und jetzt der Konter der Franzosen. Sehr gut zurückgearbeitet von Arthur. Rechte Zeit momentan auch für ihn. Prominenz im zentralen Mittelfeld hat sich versammelt, wenn wir hier nochmal die gute Klärte Schlimmeres gegen Sarr. Punktfraktion von Arthur sehen. 2019. Leandro Grimaldo unterbindet Celino. Haben wir hier gesehen. Er bevorzugt seit Jahren ja eben, das sagte ich schon, ein 4-4-2. Das wird im Übrigen dann schon beim Aufwärmen praktiziert. Weil auf wann, nicht ob.
Konsequenz letztlich hier drüber gemacht. Aber unterm Strich, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, der Torwart, der jetzt eingewechselt wurde, also das ist ja Qualität, sieht man bisher wenig von dieser Qualität. Dann hoffen wir mal aus Leverkusen Una über die rechte Seite, der Zugangsseite als auch auf der Abgangsseite. Ich weiß, damit ist die Frage vielleicht nicht wünschenswert beantwortet, aber das ist das, was ich sagen kann. Einer der OM-Spieler, der ins Auge sticht, der viele Tempo-Dribblings macht, der viel versucht. Denn auch drin in der Partie. Also Jonathan Tah und Edmond Tapsoba bilden weiter die Innenverteidigung, genauso wie Odilon Kurs und daran hat sich nichts geändert. Ja, Foulspiel von Reno Münz. Wird zumindest so gepfiffen. Ja, gegen Saar. Kam ein Tick zu spät, aber ich glaube ganz ehrlich, der Saar, der wollte den rein. Und ganz gefährlich kam. Jetzt der nächste Anlauf bei Olympique Marseille. Und wir haben bei Victor Boniface, Fragezeichen, wird da zumindest behandelt, kurz nach der Einwechslung.